Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier bei Deed Park. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich starte heute oder jetzt vom Zimmer aus, weil der Clown mich erwischt hat, wie ihr gerade gesehen habt. Deswegen starte ich wieder von vorne. Ich hatte auch den Speicherpunkt hier draußen, in dem, wo ich gerade vorbeigelaufen bin, im Haus. Ja. Ich habe das schon öfter jetzt nicht mal probiert, wie ich weiterkomme, bin aber nicht weitergekommen. Deswegen habe ich jetzt einen Tipp eingelöst mit einem Werbespot. Das Ganze habe ich natürlich auch aufgenommen, aber das wollte ich euch nicht antun mit dem Werbespot. Deswegen habe ich das Ganze jetzt gelöscht. Ich weiß jetzt, wo der Schlüssel ist. Und zwar hier im Schlafzimmer sollte er irgendwo sein. Und ich schätze mal in einer dieser Schubfächer. Oh, das Licht macht mich wahnsinnig. Da ist keiner. Gut. Ach, da. Oder? Ja. Da ist der Schlüssel. Schlüssel für den zweiten Stock. Okay. Jetzt renne ich schnell nach oben, ohne dem Clown zu begegnen. So. Schlüssel. Geöffnet. Okay, jetzt geht's ins Labyrinth. Das sieht ja schon mal sehr interessant hier aus mit dem roten Licht. Ich rushe jetzt hier erstmal durch. Oh mein Gott. Für mich ist das hier schon ein Labyrinth. Ja. Okay, ich gehe mal rechts lang. Da geht's noch rechts lang, okay. Boing. Ich gehe rechts lang. Rechts ist immer sicher. Auch wenn dann Pfeife links rutscht. Hey, wie geht die Tür auf? Achso. War nicht nah genug dran. Okay, jetzt gehe ich hier diesen Gang hoch. Alles schön rotes Licht. Das ist echt gruselig. Links und rechts rotes Licht am Ende. Ich gehe mal links lang. Saudele. Da ist eine Tür. Was ist dahinter? Was ist das denn? Scheiße. Ja. Okay. Hier schweben Sachen in der Gegend rum. Stuhl. Totenköpfe. Wo kommen die denn jetzt her? Feuerlöscher? Was machen Feuerlöscher hier? Hä, was muss ich jetzt machen? Verstehe ich nicht. Ich habe mich jetzt mal in die Totenköpfe eingestellt. Dreh dich um. Ah, eine Tür. Wunderbar. Och, nee, nee. Und die Tür ist wieder weg. Super. Hat den kann man ja Platzangst bekommen. Der spült ein ganzes Bett gleich rum. Super. Gott. Aber was ist das für ein Raum, ey? Das ist ja krank. Wer programmiert sowas? Ah. Attraktion Anforderung. Nicht höher als das. 1,10 Meter. Okay. Hey, wie komme ich jetzt hier weiter? Muss ich da ran? Muss ich mich da messen? Soll ich hochspringen? Springen kann ich gar nicht. Hä? Wie komme ich hier weiter? Okay. Das passt alles da nicht. Ich bin schon wieder Totenköpfe. Schubfen wir noch das Bett. Ich stelle mich mal wieder in die Totenköpfe rein. Und jetzt? Muss ich irgendwas machen? Hä? Muss ich mich denn vorknien oder sowas? Ich verstehe das nicht. Hä? Wie schnell ist das? Ja. Hä, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Das ergibt für mich jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Lol. Ah, ich setze mich mal hin. Ah ja, jetzt hat es funktioniert. Ich hätte mich in die Mitte setzen müssen und mich dann umdrehen müssen. Oh, so was kompliziertes, ey, ehrlich. Boah, das sieht aus wie eine Hals oder eine Lunge oder sowas von Inhalt, ne? Mord ist die letzte Chance. Und das Geschenk ist da. Hahaha. Wow. Tolles Geschenk. Hä, was muss ich jetzt machen? Lol. Hä? Ah, Durchgang.
Klar, da muss man auch drauf kommen. Ist ja nur das größte Teil, was da in der im Schwarzpunkt flog. Eine Tür. So, mal öffnen. Schon wieder so ein Lungenraum hier. Ey, das ist echt ein Labyrinth. Totköpfe. Ja. Oh, ein Stuhl. Wenn wir gleich mal raufsetzen und Pause machen. So, stelle mich mal wieder hier in die Totenköpfe rein. Ausgang ist hinter ihnen. Ah ja. Also ich glaube, ich muss mich jetzt in jeden Raum immer in die Totenköpfe reinstellen. Totenköpfe. Nee, jetzt bin ich nicht schon wieder hier, oder? Och, das gibt's doch nicht. Nicht im Ernst, oder? Dann mache ich das halt nochmal. Ausgang ist hinter ihnen. Ich habe mich mal schlau gemacht. Ich habe mal hier gerade einen Cut gemacht und einen Tipp eingelöst. Und ich weiß jetzt, wie man dieses komische, seltsame, komplizierte Rätsel hier löst, weil ich wäre da wirklich lange nicht mit fertig geworden. Und ja, das werde ich jetzt mal machen. Totenköpfe, Ausgang ist hinter ihnen. Schau nicht zurück. So, wunderbar. Der nächste Raum. Hier sind viele Türen mit Aufschriften. Der Tod ist der Ausweg. Da gehe ich in die Tür des Todes rein. Da komme ich wieder in so einen Raum. Hier sind wieder viele Sachen. Gib auf ist Niederlage. Und nochmal so ein Raum. Nahe dem Tod. Nahe dem Tod. Nahe dem Tod. Oh, mein Deutsch ist wieder wirklich furchtbar. Ist die Wiedergeburt. Gehe ich mal dadurch. Und der letzte Raum. Ja. Die letzte Möglichkeit ist wie immer halt der Mord. Ne? Wenn man keinen Ausweg mehr findet, dann ist Mord die letzte Möglichkeit. Sodele. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Also, diese Tipps sind auch echt hilfreich, wenn man die einlöst. So, okay. Gehe durch das Labyrinth. Das habe ich jetzt erstmal geschafft. Das war echt anstrengend. Und schleichen Sie sich in den Abstellraum. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Da ist der Clown, also gehe ich in die andere Richtung. Ich bin so schnell, weil ich das kann. Gut, hier ist der Abstellraum, also unsere Bibliothek. So, verkrieche ich mich mal da nach hinten. Ich habe auch einen Schraubschlüssel gefunden. Ich glaube in der letzten Folge oder sowas. Und damit kann ich dieses Gitter hier rechts aufbauen und dann da weiter durchgehen. Aber das Ganze, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Und genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir haben es geschafft. Wir sind durch das Labyrinth des Grauens durchgekommen. Ich bin so froh, dass wir das Labyrinth schon geschafft haben. Jetzt müssen wir nur noch durch diesen Lüftungsschacht oder was das ist. Und wo das uns hinführt, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.